Servus Leute und seid herzlich willkommen zur vierten Folge der WWE-Karriere. Und ja, ihr seht schon, wir sind jetzt schon in Kapitel 4, eine Invasion, die alles verändert. Und in der letzten Folge wollten wir ja irgendwie so in eine NXT-Veranstaltung stürmen und ja, die Security führte uns dann ab. Aber wir schauen mal, was jetzt hier passieren wird. Vielleicht kommen wir ja irgendwie doch noch so zu einer Gelegenheit, irgendwie Triple H oder so herauszufordern. Genau, und da sollten wir, glaube ich, letzte Folge aufgehört haben. Hier mit Baron Blade können wir jetzt reden. Und dann gehen wir hier aber noch zuerst in unsere Fähigkeiten, weil wir haben einfach 34 Punkte. Also wir können jetzt hier 34 Sachen einfach mal so upgraden und das mache ich jetzt einfach mal ganz kurz. So, und damit haben wir jetzt hier alles auch abgegradet. Jetzt sind wir bei einer 55er Gesamtstärke. Also davor waren wir bei einer 51er. Das heißt, wir haben uns jetzt um 4 Punkte verbessert, was natürlich richtig gut ist. Ja, ich hoffe, wir machen so weiter, weil der Baum, er ist halt wirklich extremst lange. Hier sehen wir nochmal so Superstar. Also dann könnten wir schon mal den ersten Titel haben wahrscheinlich. Und ja, dann gehen wir hier hoch zu Hauptkämpfer und so. Also dann sind wir wahrscheinlich im Main Roster, dann Titan. Sind wir wahrscheinlich kurz vorm Legendenstatus und Hall of Famer, genau. Ja, Hall of Famer, dann sind wir eine Ikone. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier zu Baron Blade, was er uns jetzt hier noch sagen will. Shows were really taking off until Triple H shut down our stream. So, why don't we forget this invasion stuff and just get back to running non-WWE venues? Ich sehe keinen Grund, warum wir nicht beides machen können. Und ehrlich gesagt verstehe ich nicht, warum du so gegen eine weitere Offensive bist. Ich glaube, es ist, weil ich mit Triple H vorher gearbeitet habe. Und ich habe gesehen, was passiert, wenn jemand auf seine schlechte Seite kommt. Es wird nicht gut enden. Na, vielleicht wird es ja dieses Mal eine Ausnahme, die Regel bestätigt. Oder vielleicht bist du der Fool, der die Regel bestätigt. Den Ausdruck kannte ich ja noch gar nicht. Like nicht wirklich. Bruh. Also er sagt, dass wir wahrscheinlich nicht, also dass wir nicht hier wieder nochmal hier zu NXT gehen sollen und hier wieder kapern sollen. Aber mal schauen, was uns jetzt hier Cole Quinn sagen will. Bro, your uncle hooked us up. I know. And all he asked is that we plug his costume shop on NXT. It's kind of a weird request, I know, but this stuff's expensive, so I said we'd do it. Okay. I was thinking we'd blend in with the fans better if we dressed up as classic wrestlers. It's a great idea. So who do you want to be? Okay, jetzt können wir uns hier wahrscheinlich aussuchen, wer wir sein können. Weil bei D-Generation X war ja auch hier Shawn Michaels und halt Triple H dabei. Also ich würde schon sagen, hier D-Generation X. Ja, weil die anderen, die kenne ich jetzt nicht so. Also ich würde sagen, D-Generation X ist auch sowas irgendwie gegen Triple H. Dann wenn wir eigentlich seine Identität fast schon hier nehmen. You know, it'd be hilarious? If we were DX and one of us was Triple H, that would really set him off. Oh, man. Also... Wir sind jetzt hier dann die Generation X, also ich werde wahrscheinlich Triple H sein, ne? Und dann gehen wir jetzt hier rein in die NXT oder in die NXT-Veranstaltung und kapern jetzt erstmal hier noch, ja, die NXT und hoffen, dass, ja, Triple H ein Auge auf uns wirft. Guys, it's DX, see? You never know who's gonna show up at NXT. These fans have gotten a little carried away. After last week, are we sure they're fans? Now, I'm skeptical to say the least. Are you ready? No! I said, are you ready?
Aber jetzt kommen die erstmal eine Security wieder. Komm, jetzt will ich aber fighten. Jawohl! Jetzt können wir fighten hier. Oh, aber die Security hat hier ein paar Moves drauf. Also, ich habe jetzt auch mal hier auf schwer hochgestellt. Mal schauen, ob ich hier auch was machen. Oh, und jetzt. Ja, Spieler muss doch K.O. gewinnen. Ach so. Wahrscheinlich, wenn die alle also im roten Bereich sind. Komm, schlagt euch selber. Komm, ey, Luki. Ey, das ist so kompliziert hier, weil das ist ja ein Handicap-Match. Das ist so kompliziert. Vor allem, ich weiß nicht, welchen ich jetzt hier ausgewählt habe. Da sollte irgendwie stehen eigentlich Security 1 oder so. Und, Alter, was macht Cole Quinn bitte? Ey, können wir dann auch mal? Danke, ey. Come on, jetzt. Och, komm. Ja, wir können aber noch kontern. Wow, was für eine realistische Bewegung. Komm, wir kontern. Und jetzt, komm. Ey, das ist so unfair. Cole. Ey, wir dürfen ja eigentlich auch Gegenstände benutzen. Okay, komm. Wenn ich dann jetzt hier wieder kontern kann oder Cole mir hilft, dann hole ich mir erstmal einen Hammer oder so. Oder einen Stuhl. Ey, aber irgendwie die Security, das ist ja komplett unrealistisch, dass sie einfach so wrestling können, Mann. Jawohl, jetzt haben wir gekontert. Ey, aber das ist einfach so behindert, dass ich gegen beide machen muss, ey. Jetzt kann ich nicht mal mein Signature hier ausführen, ey. Meine Fresse, Alter. Hier, schau das dir an. Oh mein Gott, ich drücke gerade einfach die ganze Zeit Dreieck. Vielleicht kann ich irgendwie ja hier mein Signature machen. Aber jetzt könnten wir sogar kontern. Ja, machen wir aber nicht. Zu spät. Und jetzt komm. Jetzt haben wir gekontert. Wir haben. Ey, das ist. Oh, ey. Alter, das ist so schwer. Ja, auf schwer, bro. Alter, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Wir sind schon kurz vorm roten Bereich. Ach, stimmt, ich kann ja auch Reversal-Ding machen. Ey, was ist denn das? Das ist so unfair. Wenn ich einmal gekontert habe, kommt der andere. Jetzt Finisher. Ach, das ist doch. Ey, das ist unmöglich. Cole. Cole, Digga. Cole Quinn, was ist falsch? Komm doch. Ey, das ist unmöglich. Ey, Cole. Deine Security. Oder dein. Junge Security, keine Ahnung, wie man das nennt. Oder ja, Security-Mensch halt. Der ist schon down, Digga. Du kannst ihn da draußen liegen lassen. Ich muss mich hier um zwei Security-Angestellte kümmern, Alter. Das ist. Also, das müssen sie auf jeden Fall noch verbessern. Also, das ist einfach wirklich. Ja, komm. Jetzt. Jetzt wäre er auch. Und er kämpft wieder mit demselben. Cole. Komm, jetzt kommt wieder der andere. 100 Pro. Was ist das? Ey, ich kann nicht mehr kommen. Okay, hä? Aha. Destroy them. Ein fairer Kampf 2 gegen 2 und kein Handicap, aber ich denke mal, es wird jetzt ein bisschen schwerer, weil die sind ja auch richtige Wrestler und ich bin schon komplett tot, Alter. DDT, Spieler muss durch K.O. mal wieder gewinnen, das war's mal wieder komplett. Ich habe jetzt den A-Kam, denke ich, ja. Ach Cole, du hast mehr Leben als ich und machst trotzdem nichts draus. Oh. Come on, Digga. Also ich finde die Story wirklich bisher richtig geil. Also vor allem das mit dem ja, Zuschauer, mit dem Maskierten. Ist nicht schlecht. Also letztes Jahr, ja, ich habe es zwar nicht Let's Played, aber ich habe es ja gespielt, die Karriere und der.
gekontert. Aber wir kontern zurück. Weil letztes Jahr war es ja eigentlich immer nur so hin und her laufen von Match zu Match und da gab es eigentlich auch keine richtige Storyline. Da hast du eigentlich die ganze Zeit nur gekämpft oder halt Promos gemacht, aber sonst war hier, also war letztes Jahr wirklich nix. Und ja, ich finde es auf jeden Fall so jetzt hier besser, dass man hier eine feste Storyline hat und auf jeden Fall sich hocharbeiten muss, weil ja, man hat es halt letztes Jahr, hat man halt wirklich meiner Meinung nach so easy nach oben kommen können. Also ich war nach einer Woche, war ich schon irgendwie, ja, halt Raw, Smackdown. Also ich war zuerst in Raw, dann habe ich nicht mehr weitergespielt, weil ich habe es mir erst vielleicht einen Monat vor 2K19 Release geholt. Und ja, deswegen habe ich... Oh. Kontert. Aber wir kontern zurück und jetzt boom, Digga. Also K.O. Es kann jetzt hier eine etwas längere Folge werden, denke ich mal, weil es kann schon dauern. Schauen wir mal auf ihre Leben. Oh, der kontert. Komm, kontern zurück. Let's go. Und jetzt gib ihm die Faust. Oh, und DDT. Wir haben einen Signature und dann schauen wir mal, ob wir den auch direkt schon ausführen können. Jawohl, come on. Jawohl, und da war der Signature. Nein, nein, fuck, abbrechen, abbrechen. Bruder, da war oh mein Gott, Moment. Lol, hä? Wieso? Ich hab den doch die ganze Zeit geschlagen, wieso kann der so locker easy aufstehen? Digga. Okay, was los? Das war's mal wieder komplett. Ja. Come on. Ja, was machen wir jetzt hier? Komm, mach den OMG-Moment. Kann ich den irgendwie vielleicht sogar hier runter? Ach, fuck. Er springt jetzt nicht ernsthaft, oder? Nein, fuck. Okay, wir sind fast schon K.O., Digga. Aber eigentlich kann man hier nur gewinnen, weil ich denke mal, wenn ich jetzt hier K.O. Okay, ja, wenn ich K.O. bin ich K.O. und kann ich weiterkämpfen. Ja, gibt Sinn. Und Alter. Der kommt jetzt hier auf jeden Fall zurück. Und wir können nichts kontern gerade. Also, ich könnte gerade schon kontern. Würde ich halt gut sein, Körper. Ja, Mann. Und wieder dasselbe, genauso. Der Waschluch. Mann, ey, wir konnten doch gerade auch einen OMG-Moment machen. Ach, come on. Das ist doch nicht dein. Komm, wenn wir. Ey, nein, regeneriere dich jetzt einfach. Oh, ja, moin, er feiert sich hier mal komplett. Komm raus. Wow. Ah, zu früh gedrückt. Aber gekontert. Let's go. Und jetzt. Komm, Purdy. Nein. Nicht in den Ring, aber komm. Wir haben ja noch einen Finisher. Und den bekommt er jetzt auch. Come on, Finisher. Er kontert ihn nicht. Okay, passt. So. Ich will, muss doch K.O. gewinnen. Haben wir gemacht. So, was passiert denn jetzt eigentlich? I want you to tear them apart. I have no idea how these two survived the Authors of Let's Pain, go. But hopefully Gargano and Cassius Ohno can get the job done. Come on. Come on, Cletus. Come on. Let's go. Okay, come on. Let's go. So, wir sind zwar schon komplett fertig mit der Welt, haben wir gerade Cole geschlagen. Sein. Mach jetzt, jawohl. Und jetzt geh hier erstmal raus und hol dir. Er kann sich nichts nehmen. Loki. Wow. Ey, Loki. Ja, Mann. Ja, Mann!
Boom! Come on! Ey, Digga. Mach mal ja Attacke, Digga. Push dich jetzt. Boah, Superkick. Was ist ein Finisher? Oh no. Oh no. Da, da, da. So, jetzt nehmen wir hier wieder die Treppe. Kann man hier? Nee, kann man nicht. Wow. Wow! Boom. Let's go. Lass jetzt nicht wieder fallen. Let's go. Oh, Alter, den nehmen wir gerade auseinander. Komm, lass uns hier wieder feiern. Mal schauen, was jetzt passiert hier. Es ist auf jeden Fall, es wird jetzt gerade schwerer, merke ich. Also die gerade haben auf jeden Fall länger gebraucht als halt mit der Security. Aber kann ich hier eigentlich auch hier drüber? Nicht? Okay, schade. Das wäre natürlich richtig geil. So, dann nehmen wir den jetzt erstmal hier auf. Also, ich kämpfe gerade jetzt hier schon 15 Minuten. Das ist wieder komplett. Aber die Aufnahme soll auf jeden Fall heute nicht so lange gehen. Weil ich muss dann auch noch die nächste auch machen. Und warte, ich hab gerade voll die nice Idee, wenn ich ehrlich bin. Komm, wir laden mal hier die Energie von uns auf. Heben den jetzt hier erstmal hoch. Und dann hauen wir den erstmal hier durch die Treppe. So. Wenn das geht. Nein. Schade. Wäre geil. Wäre geil gewesen. Dann nehmen wir halt wieder die Treppe. Boom. Hat er den überhaupt getroffen, Mann? Der trifft den doch nicht. Hä? Ja, jetzt hat er ihn getroffen. Wow. Oh, und wir haben Signature. Müssen aber unsere Ausdauer hier erstmal wieder ein bisschen ja, aufladen. Und dann können wir den jetzt hier hochheben und unseren Signature ausführen. Er hat ihn nicht gekontert. Let's go. Und jetzt hier der geladene Finisher. Er muss ankommen. Nee, dann ist er safe noch nicht K.O. Und er kommt auch an. Let's go. Ah, doch, er ist schon K.O. Nee, doch nicht. Ups. Ah, aber jetzt hat er gekontert. Komm, jetzt müssen wir auch mal kontern. Nee, wir haben nicht gekontert. Schade. So, jetzt sind wir hier alle im Ring. Mal schauen, was jetzt so passiert. Cole Quinn ist auf jeden Fall hier. Hä? Ach so, er hat Comeback. Bruh. Okay. Luki. Dicker Luki. Mach jetzt was. Luki. Luki Brody. Ey. Ey, ich hab den gerade so auseinandergenommen. Jetzt, komm. Nein. Bitte nicht sein Finisher. Ey, Alter, das war perfekt gedrückt. Stimmt, ich kann ja einfach gedrückt halten. Es war aber nicht sein Finisher. Scheiße. One. Komm, wir springen jetzt hier mal vom obersten Seil auf ihn. Nein, fuck. Schade. Geht leider nicht. Nein. Aber von hier. Wow. So, ich muss mich hier gerade ein bisschen konzentrieren. Ja, vielleicht. Nee, jetzt auch noch nicht. Ja, Digga, geh doch. Geh doch jetzt hier rauf. Och, Mann. Scheiße, Dreck. Hä? Och, nein. Sag. Cole Quinn ist jetzt hier nicht ernst. Och, mein. Oh, mein Gott, Cole Quinn. Was ist das? Okay, Freunde, ich würde sagen. Ich überspringe das jetzt wieder bis hierhin und dann sehen wir uns danach wieder. Okay, jetzt haben wir hier erstmal durch K.O. gewonnen und mal sehen, was jetzt gleich wieder passiert. Oh, no.
now they're finish in trouble. Them off. The Undisputed Era will put an end to this. Now, this is a rare time. I'm actually cheering for the Undisputed Era. No matter what your feelings are with the Undisputed Era, Byron, they represent NXT against these Invaders. So, mal wieder müssen wir jetzt hier durch K.O. gewinnen. Und schau mal das an, das ist irgendwie voll komisch. Wir haben immer unser rotes Leben dann wieder, aber Cole hat dann immer wieder volles Leben. Das ist irgendwie voll komisch. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir die wieder platt machen. So. Also davor habe ich gemerkt, ich muss dem Cole auf jeden Fall, wenn er gerade am Boden liegt und mein Gegner gerade, muss ich ihm auf jeden Fall helfen. Also dem Cole. Muss ich auf jeden Fall hier seinen Gegner, muss ich dann auf jeden Fall hier auch angreifen. Also wir müssen Teamwork machen. Das ist das Entscheidende hier wahrscheinlich. Gerade so. Und das war auf jeden Fall bei meinem ersten Versuch vorhin, war das auf jeden Fall der entscheidende Punkt. So. Also ich finde das Outfit irgendwie nicht so geil. Also es passt irgendwie nicht zum Look hier, also meiner Meinung nach gehört der irgendwie. Was macht der? Oh mein Gott, lol. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der das kann. So. Wir sind auf jeden Fall gerade besser als hier der Cole. Vielleicht gibt es ja wieder einen Oh mein Gott Moment. Wäre auf jeden Fall geil. So, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich Cole helfen muss. So. Manchmal wechseln wir dann auch einfach unsere Gegner. Genau, zum Beispiel jetzt. Boom. So, dann gehen wir mal mit ihm hier raus. Oh, Cole, sorry, bro. Bleib da unten, Digga. Braucht doch nicht so lange, Luki, Alter. Jetzt push dich, Abfahrt. Boom. Irgendwie zieht es sehr wenig ab. Also... Ich hätte gedacht, dass es eigentlich den gleich zum K.O. bringt, Kappa. Ich würde sagen, jetzt hier erstmal eine Powerbomb. Und, och, scheiße. Nein. Und jetzt haben wir ihn gekontert. Let's go. So. Jetzt erstmal hier einen Suplex. Let's go. Und jetzt ist eigentlich wieder der Zeitpunkt gekommen, wo wir hier dem guten alten Cole hier wieder helfen müssen. Also was ich sehr komisch finde, ist, dass ich einfach so heftig Leben verliere. Oder ich habe eigentlich auch fast keins mehr am Anfang. Komm Cole, helf doch du mir auch mal. Wär doch Ehrenmann-Aktion. Oder Cole, ist es du so? Aber bisher machen wir es auf jeden Fall nicht schlecht. So, dann feiern wir uns hier nochmal. Und dann können wir hier schön unseren Signature machen. Er kontert auch nicht. Und jetzt hier, Luki, mach ihn. Let's go. Und jetzt hier ein geladener Finisher. Nein, fuck, da war wieder ein OMG-Moment. Fuck, okay, ja, aber wir machen jetzt einfach mal unseren Finisher noch. Let's go. So. Und jetzt. Da sind wir hier aber wieder erschöpft. Da steigen wir hier mal auf den Ring. Oder auf die Ringecke. Das check ich nicht. Wieso? Wieso springt der nicht so weit? Er springt eigentlich generell immer daneben. Das ist irgendwie schon komisch. So, aber jetzt. Feiern uns hier nochmal, gehen auf die Ringecke. Hello, my friend. So, und Cole, ja, bei ihm läuft auch gerade. Und ich würde sagen, jetzt, komm, wir machen eine Powerbomb. Schön hier auf den Ringboden. Und Cole, ja, deiner ist K.O., let's go, dann haben wir das auch geschafft. So, was passiert jetzt? Vielleicht
war es das jetzt auch schon von den Kämpfen. Mal schauen. Ah, Triple H schaute irgendwie auch schon so. Hey Hunter, you mad, bro? I mean, I guess I would be too if a couple of indie guys infiltrated my show 2 weeks in a row and then beat up half my roster. Yeah, you guys are real clever, showing up here again in your cute little costumes. Actually, these awesome costumes are courtesy of Don's Costume Shop, Syracuse, New York, dressing you up since 1993. And if you use the promo code MRCQ, you get a 10% off all wrestling costumes. Thanks, Uncle Don. Oh, and to Mom, Dad, Sally, and my dog Butternuts. Who's a good boy? Who's a good boy? Thank you for supporting me in all of my endeavors. Look at me now! I made the big time, baby! Are you finished? Yeah, man. Anything else you want to plug, or... BCW? Oh, yeah! You can catch more of the two of us on BCW when Triple H here isn't trying to shut down our shows. Listen, we can stand here and go back and forth, and then you can try to invade again next week in some other not-so-clever way. But I have a different proposal instead. You want to be on NXT so bad? You can come back and have an actual sanctioned match. I just happen to have the perfect opponent for you, Buzz. So what do you say? You got yourself a deal. That's great, because after next week, your life will be changed forever. What do you mean by that? I don't care, as long as it means... Warte jetzt mal, wir haben ernsthaft jetzt ein Match bei der NXT? Kann das sein? Wir haben jetzt ein Match gegen irgendeinen Typen wahrscheinlich. Also er hat gesagt, er hat jetzt hier einen Gegner für uns, der auf jeden Fall was kann oder halt für uns ein guter ist. Mal schauen, ob wir uns vielleicht sogar hier in die NXT bringen können. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier weiter noch gut. Mal schauen, was jetzt hier passiert. Taking on Triple H's hand-picked opponent. I guarantee whoever Triple H chooses will be leaps and bounds above the competition that Buzz has faced on the indie circuit. Hey, guys. We wanted to make you feel at home, so we got you your very own locker room. What's the matter? Is it too big? Well... at least we have free toilet paper. Okay, wir sind jetzt wahrscheinlich hier bei der NXT gerade und jetzt geht's hier weiter. It's kind of hard to prepare for my match when I have no idea who I'm facing. I would just be ready for anything. Yeah, I mean, I could be facing Braun Strowman because Triple H had me go against him in my tryout match. Maybe. You okay? You seem kind of distracted. Look, I'm just worried how this is going to turn out. I mean, for all of us. I warned you not to get on Triple H's bad side. Yeah, but with everybody here, it should be fine, right? I hope you're right. Look, I'm going to go see if I can find us an actual dressing room, okay? Okay, so, dann sind wir hier angekommen und ich würde sagen, ich beende jetzt erstmal hier die Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo. Wir sehen uns wahrscheinlich morgen wieder bei der 5. Folge von der WWE-Karriere. Ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao!